Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das hier ist so ein kleines Ergänzungsvideo zu der Runde, wo ich das Römische Reich wiederherstellen will. Und weil ich noch nicht weiß, wie ich die Woche zum Stream komme, dachte ich mir, zeige ich zumindest mal eine halbe Stunde ein bisschen Gameplay. Und heute ist auch der Patch rausgekommen, 1.1, wo mir jetzt einige sehr, sehr spannende Änderungen gibt. Und ihr seht hier oben schon so ein bisschen am User Interface, das ist alles ein bisschen dunkler geworden und insgesamt ein bisschen deutlicher, wobei ich jetzt finde, wenn ich es mir jetzt so angucke, sieht alles ein bisschen verschwommener aus. Ja, das hier wird sich noch ändern bald. Ich habe im Moment noch eine 1660 drin. Ich habe mir aber eine 3080 bestellt, tatsächlich schon am 17. September. Die ist leider immer noch nicht da. Die kommt aber bald, dann können wir auch hier alles mal endlich auf hochstellen. Im Moment ist es mir so, ja, ein bisschen zu laggy tatsächlich, gerade im Late Game. Ihr erinnert euch vielleicht an das Gameplay, wo ich mit den Norwegern gespielt habe. Da hatte ich dann, ich glaube, sechs, nicht sechs, das lese ich jetzt vor, weil es hier steht, ein Dynastiebaum von über 100 lebendigen Mitgliedern. Und wenn ich da drauf geklickt habe, hat es halt eine halbe Stunde gebraucht, bis der geladen hat. Eine der besten Änderungen, die sie jetzt mit dem neuen Patch gebracht haben, ich kann hier hin und her schieben. Gut, eine andere Sache, die mir direkt aufgefallen ist, was sie jetzt hier eingebaut haben, kann Vasallen an rechtmäßigen Lehnsherren übertragen. Das heißt, einige meiner direkten Vasallen kann ich jetzt an den rechtmäßigen Lehnsherren übertragen, was dazu führt, dass die Steuern, dass die entsprechend mehr Steuern abgeben. Das haben sie also schön Sekunde, ich muss mal hier diesen störenden PC nebenbei ausmachen. Das haben sie jetzt ausgemacht. Das war eben früher so, dass wenn ihr nicht der rechtmäßige Vasall wart, der rechtmäßige Lehnsherr, dann haben die Vasallen halt einfach weniger bezahlt. Jetzt kann ich immer noch gerade reingucken. Da ist aber nichts Interessantes dabei. Mir gefällt dieses dunklere Grün auf jeden Fall. Hier kann ich jetzt noch Bündnisse aushandeln. Prinz Gaius Julius von Italien und Rinaldo von Brixen. Es gab noch eine andere Sache, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Genau. Und zwar, ich konnte jetzt bei Gaius Julius, der ist hier nur der Auftraggeber, kann den Schwerpunkt. Bin ich hier bei dem nicht? Heirat erlaube ich dem auf keinen Fall. Okay, der bedenkt bereits einen Vorschlag von mir. Dann warten wir mal kurz ab. Okay, so. Jetzt gucken wir da. Insgesamt das Interface so ein bisschen überarbeitet, ne? Die Anspannungsstufe darunter gefällt mir nicht ganz gut. Wer ist denn der Vormund? Vormund entfernen. Vormundschaft anbieten und zwar mache ich das. Zack. Patier, das ist unsere Tochter. Okay, zack. Was kannst du denn gut? Machst du im Moment eine Diplomatieausbildung, dann kriegst du da eine entsprechende diplomatische Förderung. Kann ich hier sonst im Moment irgendwas ausbauen? Das wird alles gebaut. Da passiert also nicht mehr viel. Wir können uns jetzt um den nächsten Krieg Gedanken machen. Und der nächste Krieg wird wahrscheinlich gegen Bayern sein. Oder ich mache hier unten erst noch ein bisschen was. Ah, ne, der erste Krieg, den ich führe. Schweden ist auch extrem stark im Moment. Die, ja, auf die können wir uns mal stürzen. Gegen die muss ich auch Krieg führen. Gut, dann führe ich mal gegen die hier Krieg. Immer Grafschaft erobern. Dann sagen wir hier die lokale Armee ausheben. Die haben alles ein bisschen deutlich und höher auflösend gemacht. Das gefällt mir insgesamt ganz gut. Wegen besseren Befehlshaber, ja, habe ich. Und das Ding hier haben sie jetzt auch überarbeitet, dass die Ergebnisse, die einem hier angezeigt werden, deutlich besser angezeigt werden.
Ablässe, sehr schön. Erfische ich den da? Ne, okay, war. Sieht sich einfach das Ding. So, gucken wir mal hier rein. Anspannung abarbeiten, kann man wieder machen. Gut, das wird belagert. In Innsbruck kann ich wahrscheinlich was bauen. Da verbessern wir die Dinger einfach so nach und nach. Das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind die 6, die ich also besitze. Sehr nett. Ja, der Ablasshandel, der bringt mich wirklich nach vorne. Ich kann mal gucken, dass ich hier noch so ein bisschen den Krempel verbessere. Also ich glaube, für die Entscheidung müssen wir komplett hier diesen Bereich noch halten, damit wir überhaupt erstmal Italien vereinigen können. Forderungen erzwingen, zack, und alle auflösen. Und das verleihen wir niederem Adel und das können wir vergeben an die Dynastie di Milano. Ein Enkel von mir kann das machen, zack. Und mehr Ablässe. So, dann bauen wir hier einfach mal weiter so den Kram aus. Was hier mit... Okay. Ah, nee. Da haben wir garantiert bessere. Aber nicht so viel bessere. Tatsächlich. Ein 70er, 17er Radspitze ist auch das Beste, was wir machen können. Eigentlich ein bisschen peinlich, ne? Gut. Meine Frau. Kann ich mit der nochmal in irgendeiner Weise eine Verführung machen? Probieren wir mal. Was ist das Ding hier? Da werde ich auch den Krieg erklären, werde eine lokale Armee hinschicken. Armee hier drüben. Gucken wir mal, wo die an Land gehen. Meine Tochter ist eine extravagante Schwindlerin. König von Großmähren. Bist du der König von dem ganzen Laden? Das würde mir zumindest ein Bündnis mit dem auf Lebenszeit sichern. Ist das meine älteste Tochter? Das können wir machen. Dann haben wir da oben einen mächtigen Verbündeten gegen die Bayern. Ich will die hier zuerst besiegen. Nicht jedes Geschenk muss unter kleine Dinge können einen deutlich größeren Eindruck hinterlassen. Ein Silbermedaillon, das immer nah bei ihrem Herzen ist. Hört sich gut an. So, da haben wir die erste Schlacht. Königreich von Sizilien. Okay. Herzogin von Auvergne. Ja, okay, du wirst nicht mehr exkommuniziert sein. Jetzt hatten wir das hier. Das haben sie auch schöner gemacht. Das ist sehr schön. Das haben sie gut gemacht. Wirklich gut gemacht. Ja, Münzprägung war die Entwicklungssache. Da gehen wir mal jetzt mal drauf. Gut.
der immer komplett aufgerieben da. Ich nahm Gaius mit nach draußen, damit er mit dem Bogen spielen kann. Zu meiner Überraschung begegnete er einem verwundeten Reh. Er zögerte keinen Wimpernschlag und erlegte es. Sehr gut. In Tivoli haben wir niedrige Gemeindekontrolle. Ja, das stimmt. Da kümmert die sich aber bereits drum. Ah, sehr schön. Nimmt er das. Du verlierst gerade den Krieg, kann das sein, gegen den da. Das sind. Oh, schauen wir mal. Gebäudebauzeit minus 30%. Das gefällt mir ganz gut. Dann wird die Kirche auch schneller fertig. Meine Kathedrale im Vatikan. Und das erobern, ist schön, wenn ich das nicht machen muss. Feierlichkeiten fanden langsam ihr Ende, die Abend. Sie schlug eine Lesung vor. Etwas Unterhaltsames. Rätselgedichte. Zu schreiben scheint Susanne wie gebannt. Eine hervorragende Wahlzone. Sehr schön. Wäre schön, wenn sie nochmal schwanger würde. Jetzt haben wir mittlerweile eine gute Palette. Okay, was habe ich geerbt von wem? Kann man niedere Adel einsetzen, das passt schon. Fahren wir hier rüber. Gucken wir mal, was passiert, wenn das jetzt fällt. Ob das dann eingegliedert wird in unser italienisches Reich. Das wäre natürlich richtig cool. Ist das der Erbe? Ne. Kann man also auch das hier verlangen. Wie lange dauert das noch? 4 Monate. Können wir auch woanders bauen. Okay. Habe ich sie verführt? Okay, den erwische ich da. Irgendwo da unten werde ich ihn erwischen. Ah, jetzt ist seine Belagerung sogar abgebrochen. So, da ist die nächste Bekehrung dann fällig. Schick mal die in die Lombardei. Und wer ist hier schon wieder unzufrieden? Die Bauern. Halt. Ah, okay. Da wische ich ihn jetzt aber, oder? Das ist Ebene, glaube ich. Was haben wir hier? Zack. Den haben wir da erwischt und da fahren wir jetzt mal wieder zurück. Und dann da auch noch gegen die zu kämpfen. Kultur Schwäbisch. Okay, wir haben hier mal wieder das übliche Problem. Diese neue Farbgebung gefällt mir deutlich, wirklich deutlich besser. So. Die geht dann zuerst mal dahin. Und meine Kaiserin ist schwanger geworden. Sehr schön.
helfen wir da mal in dieser Schlacht aus. 5000 Mann, Wahnsinn. Das ist alles, was ich ausheben kann im Moment. Ne, ich kann hier noch mehr ausheben. So. Dann geht er mal in die Schlacht rein. Vierunddreißiger Befehlshaber ist natürlich mächtig. Ablasshandel. Immer wieder. Okay. Ich verliere 750 Ruhm. Okay, dann schicke ich euch mal. Ach, jetzt haben wir hier drüben schon wieder irgendwelche Deppen. Mit denen rumhüpfen. Kümmere ich mich erst um den Bauernaufstand, dann und die hier. Königreich Sizilien. Okay. Ich lasse mir nicht drohen, sammelt die Truppen. So, den hier Forderungen erzwingen. Hätten wir das Thema erstmal. Einen neuen Ratskanzler, das macht der gut. Und einen neuen Ratsspitzel, das macht meine Tochter gut. Können wir Tivoli mal wieder uns dran machen. Die haben sich hier unten auch unabhängig erklärt. Mal gucken. Ja, vor allem Ägypter, aber Königreich Sizilien ist so mein Hauptgegner in dieser ganzen Geschichte. Gehen wir da also weiter kämpfen. Fahnenflucht. Den ganzen Quatsch hier weg. Noch eine Tochter. Sehr schön. Kind unterrichten. Kann wieder meine Hofärztin machen. Nach Susanna. Sehr gern. Geld für den Krieg. Kriege sind teuer, da meine Schatzkammer sich rapide leert, muss ich mir überlegen, wie ich den Sold für meine Soldaten auf dem Schlachtfeld auftreten möchte. Da. Mein Sohn und Erbe, dass Clotilde nicht meine Tochter ist. Das war ein Blödsinn. Ich hoffe, dass ich diesen Unabhängigkeitskrieg jetzt hier schnell beendet kriege, indem ich den Sizilianer einfach kaputt mache. Haben sie ein paar mächtige Jungs erhoben. Ich hoffe, dass die hier oben nach oben kommen, zum Krieg führen. Ich könnte
dich in den Krieg rufen. Machen wir das doch mal. Der Angreifer kontrolliert das Kriegsziel. Was soll das Kriegsziel sein? Schlachte ich hier doch jetzt ab. Zack. Okay. Meine Tochter. Du wirst matrilinear verheiratet. Du bist schlau. Gucken wir mal, ob wir da... Der hat nur ein Genie. Oh, guck mal, ein Herkules. So, den erwische ich da. So. Welches Bistum das da oben in ihrem Adel verleihen? So. Der Ratsposten. Hier irgendjemand. Ich muss nochmal welche einladen. So, können wir mal gegen die da oben Krieg führen. Ach so, weil die. Ah, verstehe. Gut. Hier haben wir auch noch eine 29er Entwicklung, das heißt, die will ich auch noch der cisalpinischen Kultur eingliedern. Ich glaube, solange, wenn ich jetzt hier so langsam die Dinger übernehme, ah, guck mal, da ist eine große Armee, die jetzt ankommt. Hier wische ich da oben auch noch. Die gewinne ich und die verliere ich jetzt die Schlacht. Vielleicht können wir uns ein paar Söldner kaufen. Für. Was bringen die denn hauptsächlich in die Schlacht mit? Ich bräuchte also. Diese Jungs. Oh, oder die. Die nehme ich. Warte erstmal auf die Männer, bis die da ankommen. Ich glaube, meine beste Chance ist, wenn ich da oben tatsächlich stehe, auf dem. So, jetzt kommt gleich noch meine Söldner dazu. In Travunien nochmal, ist das das Ding? Okay.
Sonst gewinnen wir das Ding auch, glaube ich. Ja. Mein Fürst, die Krankheit ist ansteckend, seid vorsichtig. Der vom Krankheit seine Körper ist gemein. Sekunde. So, weiter geht's. Da gibt's also jemanden, einen Pestkranken vermutlich. Und das ist mein Rivale. Probier das mal. Das sind halt wirklich extrem starke. Feinde hier. Unabhängigkeitskrieg. Zack. Bist du fertig mit deinem Krieg? Mach du erstmal deinen Krieg zu Ende, mein Lieber. Okay, gut. Ausgezeichnet. So, die erwische ich da oben auch. Gut. Ich glaube, die kriege ich dann sogar restlos ausgelöscht. Gehen wir weiter nach Neapel. Belagern das. Okay, so und jetzt kann ich aber den da vielleicht in den Krieg rufen. Unabhängigkeitskrieg. Weil du ja im Moment nichts anderes am Laufen hast. Okay. Der kommt helfen. Und wie wäre es, wenn ihr mal unser Kriegsvolk noch etwas verbessern? Wobei für 423 können wir uns vielleicht einfach nochmal Söldner kaufen. Sardinischen Trupp. Irgendwie Mist, dass die ganze Zeit da drüben spawnen, aber lassen wir die mal hier rüberfahren. Im Krieg gegen mich, aber ich habe ja hier eine Besserung. Und zu welchem Glauben gehören die an? Machen wir das mal so. Ich habe hier nämlich so diesen Glaubenskrieger-Typen. Ich kann hier im Übrigen auf hohe Lehnsautorität verabschieden. Das können wir mal machen nebenbei. Die byzantinischen und mährischen Truppen. Sehr schön. Gaius Julius ist was? Ach, ganz sicher nicht. Mein Haupterbe. Du wirst nicht mit jemandem mit schlechten Traits verheiratet. Das ist eine 16er Bildung. Jetzt habe ich den hier im Moment eingetragen, nur vererblich und irgendwie auch 10 Jahre Unterschied. Kerngesund, er ist schlau.
können das Königreich von Alba da wieder aufleben lassen dadurch. Machen wir das. Sehr schön. Vielleicht kann ich den sogar direkt reinrufen. Ich lasse den erstmal kämpfen. Von mir aus. Was ich da also auch noch im Krieg. Was ich immer mache, ist, ich tue mal die Aufgebote raus und die Onaga. Hier. Gehst du mal rüber kämpfen? Da wische ich ihn auf offener. Ich hoffe, die kommen jetzt damit rein, meine Verbündeten, aber das sieht so aus. Oh ja, die schlachte ich richtig ab. So, das Ding haben wir. Jetzt hat er auch nicht mehr diesen komischen Bonus. Ist das? Verwaltungslebenswandel. Machen wir das mal gerade und gucken wir mal, ob wir mit unseren Druckmitteln ein bisschen was erreichen können. Ränkespiel, Druckmittel und Geheimnisse. Zahlungsforderung, der hat nicht genug Gold. Der hat auch nicht genug Geld. Da. Das ist eine Erbin. Den mal um. Sagen hier unserem Ratspitzel, dass die da unterstützen soll. Beeinflussen wir mal den da positiv. So, können wir hier vielleicht gerade noch was ausbauen? Oh, die Kirchen sind fertig im Vatikanstaat, sehr schön. Hier ab nach Norden wieder. Geht also wieder los. Achso, ja, weiter geht's.
meine Tochter Kind unterrichten. Das mache ich wieder selber. Die schlachten wir jetzt komplett ab. Dann gehen wir da hoch. Die erwischen wir da auf jeden Fall. Und wahrscheinlich bald keinen Nachschub mehr da oben. Ah, ich erwische sogar nur einen Teil von ihm. Ist ja noch besser. Eine Affäre, mein Gemahlin. Achso. Sie würde niemals das Sakrament unserer Ehe verletzen. Boah, es gibt es nicht, was ich für ein Pech habe hier wirklich. Mit meinen Söhnen. Habe ich jetzt noch einen Sohn? Jetzt ist meine Tochter. Ach Gott. Kannst du mir nicht noch einen Sohn gebären, liebe Frau? Charakter finden. Habe ich rausgefunden, dass es das gibt. Druckmittel, Heiratsstatus, Beziehungen. Alle innerhalb meiner diplomatischen Reichweite. Erwachsen, Geschlecht, weiblich, Heiratsstatus, unverheiratet, frei. So. Theoretisch suche ich da jetzt noch jemanden. Den ich noch als Affäre mir holen könnte. Sortieren wir mal nach dem Alter. 16. Unser Glück. Ach Mann, das ärgert mich so sehr. Ständig meine Erben sterben. Und der ist jetzt Ratsmarschall geworden. Und gegen den plane ich doch gerade einen Mord, ne? Schauen wir mal. In Kraft der schrecklichen ansässige Mystiker erfunden ist oben perfekt. Schauen wir mal. Okay, er hat da ein bisschen verloren. Hier haben wir die 50-50 Chance. Okay. Damit dürfte doch eigentlich diese Unabhängigkeitssache. Durch sein. Okay, gegen dich da unten muss ich jetzt auch noch Krieg führen.
Jetzt werde ich schweinereich dadurch. Fahrt ihr auch darunter? So, hier wird überall gebaut, richtig? Felder. Und hier, da können wir wahrscheinlich aufs nächste Level gehen. Das kann man mal machen. Probieren wir es mit. Ist sie jetzt verheiratet? Ah, oh, Mist. Da, ja, ist sie. So. Den brauche ich also auch nicht mehr machen, den komplett. Mal bei meinem Rad gucken, habe ich da irgendeinen jungen Mann? Ja, der ist aber verheiratet. Der ist nicht verheiratet. So. Sagen wir mal alle. Die ist 18. Ich sage Verführung. Und probieren wir es mal mit der da. Kannst du nicht nochmal schwanger werden, werte Frau? So, jetzt gucken wir hier. So, den hätten wir erwischt. Geht ihr da hoch mal kämpfen? Prestige brauche ich sicher nicht. Meine Frau ist nochmal schwanger geworden. Sehr schön. Probieren wir es. Hat den Angriff überlebt. Weiter bekehren die Leute. Verlobte können heiraten, dann sollen die das mal tun. Shit. Bistum geerbt. Das verleihen wir mal den niederen Adel und hier kommen wir mal. Was fehlt mir? Gutsherrschaft? Ah, Mist. Natürlich nicht dran gedacht.
Machen wir mal in Innsbruck weiter. So, da haben wir das Ding. Die schlachten wir gut ab. Da kommen wir zum nächsten. Einladen. Machen wir die 50-50 Sache. Gut. Wenn ich dir ein Geschenk schicke, 50. So, jetzt mag die mich sehr gerne an den Hof einladen, immer noch nicht. Sekunde. Da stand jetzt Lehnsherr. Okay, du bist nur ein Höfling. Alles klar. Jetzt lassen wir hier mal gerade plus ein paar Aufgebote zurück, um das Ding zu belagern. Und ihr zieht mal wieder. Nein. Achso. Und ihr kriegt einen Befehlshaber, der das gut kann. So. Da drüben haben wir jetzt. Ach nee, das war das da. Okay. Zwillinge. Sehr schön. Kind unterrichten. Vielleicht ein Verwalter. Wir nennen ihn mal Titus. Und du wirst unterrichtet. Ebenfalls von ihr. Mögt ihr stark und weise werden. Verlegbare Lager in Rom gebaut. Dann können wir hier weiter bauen direkt. Etwas Unterhaltsames. Ist okay. Okay, Virginia, ein freier Pächter. Entschuldigung, auf meinem Land in Rom hatte dank sorgfältiger Planung. Möchte ihr ein Stück. Okay. Ihr müsst an meinen Hof kommen. So, dann. Perfekt. Der eine Affäre. Erkunde das Gelände selber. Apropos, wir können mal wieder eine mystische Kommunion. Okay, oder das? Warum nicht? Jagdveranstaltung können wir auch mal noch machen. Ja. Das Thema wäre erledigt. Ein Fürst davon ist beute meine Gemahlin, winkt mich heran, damit ich gemeinsam die Verfolgung aufnehme. Sobald wir im Dickicht sind, endlich sind wir allein. Frische Luft und körperliche Betätigung, gewaltiger Gesundheitsbonus. Sehr schön. So, und jetzt gehen wir mit all unseren Truppen zurück. Um hier noch irgendwie in diesem Krieg auszuhelfen, was auch immer da Phase ist. Ihr vielleicht nicht und ihr vielleicht auch nicht.
So. Lösegeld 255, 255, 104. Eine Stickerei mit dem Hauswappen. Da kann man mal übergeben. So, wer erwartet hier was? Können wir hier mal zuweisen. Du erwartest... Ja, du brauchst gar nichts erwarten. Ablässe erbitten, Ablässe erbitten. So, dann schauen wir mal. Den Tempel können wir mal nicht ausbauen. Bauen wir hier Herrenhäuser im Vatikanstadt. Und wer hat jetzt hier schon wieder... So. Dann gucken wir mal. Achso, was haben sie jetzt? Ich meine die Münzprägung. Können jetzt hier theoretisch, ist nicht bis 10,50. 7 von 17. Wahrscheinlich noch eine, die fehlt. Gehen wir mal jetzt auf die Gutsherrschaft. Ich glaube, der gute Azone, der wird noch ein ganzes Weilchen am Leben sein. Und wir haben mal wieder einen Bauernkrieg. Ich helfe hier drüben mal da und da heben wir einfach mal hier dann die restlichen Truppen aus. Welches Bistum habe ich geerbt? Das Bistum von Paterno. Das können wir niederem Adel verleihen. So, und was ist jetzt hier Phase? Jülich will uns das hier abnehmen. Toulouse und Quercy habt ihr uns schon abgenommen. Dann gehen wir mal dahin. Lied. Welchen Glauben gehören der an? Das ist meines Glaubens, das heißt... Der Glaubenskrieger hilft uns hier nichts. Gut. Dann müssen wir jetzt mal gerade gucken. Die Schlacht werden wir gewinnen. Okay. Lässe erbitten. Ich würde jetzt gerade überlegen, ob ich da noch... Ach nee, nee, das gewinne ich auch so easy. Wahrscheinlich durch meine Ritter. Okay. Haben wir hier irgendwo noch eine extrem hohe Entwicklung. 24. 24, 22, 19. Je weiter wir quasi von... Ich gebe es mal hier im 24er aus. Ah, du bekehrst noch. Gut, also die Schlacht gewinnen wir. Forderung erzwingen, zack.
buchsinnige Hüfte fertig. Dann ist noch hier eigentlich. Mal gucken, ist das jetzt mal eine Affäre? Nee, anscheinend ist die nicht meine Affäre geworden. Nicht ganz sicher. Gut. So, dann beende ich jetzt mal da drüben noch diesen Krieg. Dann haben wir jetzt in dieser Folge tatsächlich gar nicht so super viel geschafft. Haben jetzt halt diesen Unabhängigkeitskrieg sinnvoll verteidigt und haben jetzt hier drüben ein bisschen was erobert und unsere Vormachtstellung hier auch in Südfrankreich so ein bisschen behauptet. Also das sind wir jetzt gerade nur noch dabei. Was wir natürlich gemacht haben, ist viel Geld zu verdienen und hier Rom und so weiter auszubauen. Wir haben unseren Haupterben verloren, Titus, nee, Gaius Julius, jetzt haben wir Titus dafür. Ich versuche ein bisschen da römischen Slang reinzubringen, das kriegt er vielleicht schon mit. Und ja, im nächsten Teil will ich dann eigentlich hier wieder mir angucken, ob vielleicht ein Krieg gegen Bayern drin ist. Ich freue mich drauf, ihr hoffentlich auch. Bis dahin, bye bye.